Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Im letzten Part haben wir Nathan ordentlich eins verpasst, haben auch ein Handy gefunden, was uns helfen könnte, und wir haben uns mit dem Drogendealer Frank mehr oder weniger versöhnt und er hat uns geholfen, indem wir die Kundenliste haben. Und ich würde sagen, mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Vielleicht können wir das Rätsel um Rachel bald lösen. Und was allgemein in Arcadia Bay abgeht, ne? Das ist ja schon wirklich sehr, sehr merkwürdig. Okay, lauter Hinweise. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Okay, Frank schreibt uns. Okay, wie läuft die Suche? Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Okay, der Kerl ist jetzt endgültig auf unserer Seite. Das mit Rachel hat ihn gelockt und ich glaube, dadurch, dass wir ihn bezahlt haben, ist alles auch ein bisschen gut. Aber ich glaube, er ist mehr als nur Söldner. Der hält doch zu uns. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Detektiv spielen. Wir haben von Frank, von David und von Nathan Hinweise, die wir jetzt ordnen müssen und mal sehen, was das so ergibt. Ja, suche Informationen. Okay, in diesem Fall sind es zwei, die relevant sind. Ja. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Okay, dann gucken wir jetzt mal alles. Was haben wir hier? Ein Foto, noch ein Foto. Er und Rachel. Was haben wir denn hier? Ne, auswählen wollte ich es jetzt nicht. Was haben wir hier? Frank's account book. But the client names are encrypted. Ja, kann ich es leicht eröffnen? Was haben wir denn hier? Einen Brief? No doubt she loved him in some way. Okay, einen Brief von Rachel. Was haben wir hier für ein Papier? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Okay, was haben wir hier? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Okay, wie es aussieht, hat er seine, ja, quasi Kunden in Hundenamen, also in Rassen eingeteilt, damit das ein bisschen anonym bleibt. Bulldog, Chloe, na das passt. Nathan, Rotten, das ist natürlich auch super. Was haben wir jetzt hier? Okay, das können wir nicht öffnen, aber ich würde sagen, dann ist das relevant und dann ist die Übersetzung auch relevant. Yes! The game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Okay, jetzt müssen wir noch weiter in die Materie gehen. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay. Okay, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. Okay, Nathan ist Rod. Das heißt, wann immer der Name Rod erwähnt wird, ist Nathan gemeint. Ansonsten, ja, die sind, glaube ich, nicht ganz so relevant. Dann gucken wir jetzt einfach mal alles durch. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Okay, was haben wir hier? Boxer, Bulldog. Eieiei, ganz schön viel. Der protokolliert echt alles. Der ich kann nicht mehr reden, Leute, ich kann nicht mehr reden. Der Typ sollte Buchhalter werden, weil er das echt gut macht. Dachshund. Rod, okay, Blackwell. 3 Gramm GHB. $65. Okay, das ist sogar eine recht günstige. GHB ist eine Substanz, die als K.O.-Droge benutzt werden kann. Dann würde ich sagen, ist das schon mal recht wichtig. Was haben wir hier? Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Okay, hier ist Nathan nichts drunter. Was If haben wir Frank hier? Frank applied this kind of detail to his life. Who am I to talk? Aber er hat echt eine ganze Menge, also Kokain, GHB. Okay, und er merkt sich sogar auch, wo er das verkauft. In welcher Stadt und so weiter. Nee, Stadt, in Yorkshire ist ein Hund. Okay, hier möchte auch eine GHB, aber Shiba ist jemand anders. Wer ist denn Shiba? Nacho. Kann man auch als Droge benutzen, also zum High werden. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Okay, wo haben wir denn Rod? Ja, Firebuds,
Speed und Kokain. Recht teuer, versteht sich. $900, ja, das. Gerade Kokain ist ziemlich teuer. Und dann haben wir hier Rod, nochmal GHB, das ist diese K.O.-Droge. Was haben wir denn hier? Ja, komm, jetzt stell ich nicht so an. High werden ist auch nicht schlimm. So, dann würde ich sagen, ist das schon mal wichtig? Das ist wichtig. Und was haben wir hier? I wonder what dog name Frank would have given me. Boxer, Schieber, ja, okay. Rod, wieder Molly und Weed. Okay, ist glaube ich jetzt nicht ganz so wichtig. War hier oben noch etwas drin? Nee. Versuche ich einfach mal mit denen. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Oh, wie weit soll ich denn noch gehen? Das ist ja schlimm. Jetzt noch die ganz einzelnen. Okay, das war's. So, jetzt gucken wir mal, was der gute David herausgefunden hat. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Kates Bilder, eine Karte. Nathans Bilder. Gucken wir uns das mal an. David was finally going after the right suspect. Okay, hier ist ein beschädigtes Auto. Was haben wir hier? Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Frage ist nur, welches ist Nathans Auto? Bilder von uns? I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Was haben David wir hier? David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich wünschte, sie würde nicht jeden Scheiß kommentieren. Das wäre ja ganz nett. David should have done way more than take photos of Kate. Okay, die ist jetzt sowieso tot. Das Thema hat sich erledigt. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Mann, krass. Der hat echt jeden massiv gestalkt, zumindest sie. Koordinaten, das könnte selbst. In this case that David has good tracking skills. Ach du Schande, Alter. Okay. Was haben wir hier? Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Ja, Rachel hat er auch. So. Was ist denn jetzt mit der Karte hier? You need to get rid of these damn cameras, David. Okay, ich glaube, das ist aber nicht ganz so wichtig. Dann ist. Das ist wahrscheinlich wichtig. Die Koordinaten sind auch wichtig. Und das Bild, wo er ihn verprügelt. Das könnte das sein. Please let me find some clues about Nathan in here. Sehr schön. Haben wir geschafft. Vertiefen wir das Ganze nochmal. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? So, hier prügelt er auf uns ein. I'm glad Warren got his revenge. Ja, hör doch auf zu reden. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Ach, sieh an. Der reiche Typ hat hier allerdings dieses kaputte. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann ist das auch sein Auto. Hm. Who does this car belong to? Das ist Nathans Auto, weil es hier verklebt ist. Dann wählen wir das mal aus. Und da wir das auch noch wissen müssen. So. Den Rest können wir uns sparen. Was ist mit den Koordinaten? Yep, another car David was tracking. War das sein Auto? Welches war denn seins? SXFT NDR. Okay, ich merke mir jetzt einfach nur das NDR. So. Who else was David tracking? Nee, das ist es nicht. Why the hell are you following these people? Auch nicht. And to where? Das ist sein Auto. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Allmählich ergibt das alles Sinn. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay, das lief auch gut. Was als nächstes? Okay, der gute Nathan hat ja auch noch was für uns. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Gucken wir uns mal das Telefon an. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Dann sehen wir uns das mal an. Couldn't hurt to give this PIN code a whack. Das ist der Standard-PIN. Den hat er definitiv geändert. Versuchen wir Zeichnung, Flyer, Papier, ist hier Holy vielleicht? Shit.
Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Stimmt, das könnten doch gute Pins sein. 2, 4, 2. Was haben wir hier? So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. So, können wir jetzt eigentlich mal dieses Ding hier? Ja, das Teil nehmen wir auch. Okay, insgesamt 4 Sachen. Das Papier auch, weil da die Codes draufstehen. There's a lot of numbers in here. Seine Schülerakte. Okay, Telefone. Vielleicht ist das auch nützlich. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Eieiei, da rauscht einem... Na, raucht einem echt der Kopf bei. Let's start hacking. Ach, sieh an. Macht euch bereit, mit D zu sterben, ihr Bitches. Ja, okay. Du schlamperst meine Tür ruiniert, dein Stipendiumsgeschichte. Ja, weißt du was? Du kannst uns nicht mehr drohen. Ich glaube, die Schülerakte ist nicht ganz so wichtig. Versuchen wir mal, das Telefon zu entsperren. Okay, die PIN. Ja. Oops. Bad code. Ja, das ist höchstwahrscheinlich nicht. Was hieß hier? Okay, die Puck, die könnten wir eingeben. Versuchen wir es mal mit einer Nummer von hier. 9988. Sehr simpel für einen Code. Aber vielleicht ist das ja. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Was hat er noch? 9535. Eingekreist. Vielleicht hat das was. 9535. You locked it, dumbass. Ja, dann können wir doch den Puck eingeben, oder? Ja, wie war der nochmal? Oh, diese Zahl ist so lange, die kann man sich doch unmöglich merken. 878 97808. Oh, nee. Da schieße ich ein Foto mit meinem Smartphone, das merke ich mir nicht. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Das geht nicht. Vor allem, ich kann es ja nicht speichern. So, Moment. Dauert nicht lange. So. Die kann ich jetzt einfach ablesen und hoffen, dass das hilft, dieses Gerät zu entsperren. So. 8, 7, 8. 9, 7, 8, 0, 8. Booyah! Let's Perfekt. Find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Okay. What's up, Nathan? Okay. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Okay. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Hausbesuche, Alter. Drug dealer drama. Ja, ja. God, Nathan. You're out of control. Tja. So it was you. Now I can officially... Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit. Habt ihr schon mal gesagt, ein Bekifft, sondern keine Entschuldigung. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite dran. Boah. Armer Kerl. Kann einem echt leid tun. Aber wir haben es geknackt. Jetzt müssen wir die Nachrichten wahrscheinlich auch nochmal mit allen vermitteln. So, jetzt wird alles nochmal zusammen. Uiuiui. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Oh Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Hm. Ich würde sagen, wir warten bis zum nächsten Part damit. Da werden wir hoffentlich dieses Rätsel lösen. Bis dahin, ciao!